Hallo und willkommen zurück zum Donkey Kong Country Race zwischen Wolf und mir und ja, zwischen Wolf und Final Level Gamer und Hedy ist der Schiedsrichter hier und er hat eben etwas herausgefunden bezüglich des fraglichen Warp-Fasses in Gaia Fire. Ja, das also es soll nur erscheinen, ja, wenn man das Level ganz, ganz schnell bis dorthin mit Donkey spielt, dass auch irgendwie er das nur, weiß ich nicht, betreten kann. Und das soll ein Warpfass sein. Ja, ja. Das habe ich nicht gewusst, da hat der Artikel wohl gelogen. Danke dafür, Internetseite, danke. Na gut, ich muss Straßenkomponenten nehmen. Ja, wir haben ja gesagt, so 10 dann, ne? Das reicht dann. Ja. Mehr hast du auch nicht erspart. Dieser Artikel hat mich voll gelogen. Ja, wie gesagt, es gibt halt anscheinend Warpfässer und Abkürzungsfässer. Nur, wenn die versteckt sind, dann kann man das, wie gesagt, nicht sehen. Aber ich denke mal, wir haben alle Warpfässer so deklariert, wenn man reingeht, weggeportet wird und dann irgendwo direkt wieder hingeballert wird, dass das Warpfässer sind, ne? Ja. Ja, gut. Und wenn wir es jetzt zur Hand haben, dann werde ich eben 10 Sekunden warten. Okay. Ich denke mal, das ist fair dann. Ne? Also ist auch nicht so hart die Strafe. Wir wollen ja auch nicht so päpstlich sein dann. Ja, Hauptsache man bespricht das und... Genau, und einigt man sich dann damit. Ja, ja, sonst entsteht wieder Shitstorm und den hatte ich in letzter Zeit mehr als gibt. Ja, wenn du Final sagt, dass das okay ist, dann jo. Geht es weiter. Okay, dann warten wir nur noch auf dich, Hedy. Ja, okay, wenn ihr bereit seid, dann 3, 2, 1, go. Ach, wieso ist der Midway Point da? So, jetzt darf ich auch. Ja. Ich werde jetzt mal etwas langsamer und gelassener spielen, weil ich habe mich irgendwie viel zu sehr unter Druck gesetzt, weil warum setze ich mich eigentlich unter Druck? Ich verliere sowieso. Also brauche ich nicht spielen wie ein Eumel. Ich kann ja auch ein bisschen gelassener spielen. Ich spiele jetzt auch ganz gelassen, weil jetzt kommen sowieso die schweren Levels und dann... Warst du gegen Force auch gelassen oder was? Oder warst du auch angespannt? Ich glaube, gegen Force war ich die ganze Zeit gelassen, weil ich schon von vornherein damit gerechnet habe, dass er den Donkey Kong Country nichts anhaben kann. Oh. War ja auch bei Mega Man Overload 3 auch so. Ja. Da hat er eigentlich von vornherein keine Chance gehabt, ne? Weil Mega Man und Force, das sind ja zwei Sachen, die passen ja nicht zusammen, ne? Irgendwie, weil er nie Mega Man gespielt hat. Ja, da wundere ich mich auch, dass er so schnell zugesagt hat. Also ohne, weil er auch von Strafe geredet wurde, dass er da so schnell zugesagt hat. Genau. Wow. Das war interessant wohl. Ist das nicht? Nein, muss das denn sein? Jetzt muss ich extra den Umweg gehen, um das die Cave-Fass zu bekommen. Scheiße. Ja, ist das denn wahr? Das war ein neuer Skandal. Der Wolf-Warp-Skandal. Ja, das habe ich nicht gewusst, weil ich es gelesen habe auf einer Internetseite. Kann ich was dafür, wenn die Kackdreist liegen? Ja, kannst mal sehen, ja. Ich habe mir extra an Artikel angeguckt, damit ich nicht irgendwie so, oh ja. Ich habe, wie gesagt, auch jetzt gerade vorher nochmal einen Cut gemacht und nochmal nachgeguckt, also. Ja. Vertraue niemals irgendwelche Internetseiten. Ja, wie gesagt, man sieht ja auch nicht überall die Warpfässer. In diesem einen Level, wo man am Anfang gleich nach links geht, sag ich mal, das ist ja auch ein Warpfass, ganz klar, aber das ist ja auch versteckt. Weißt du, das ist ja das Problem. Und in diesem Geier-Level, das geht ja nur nach einer bestimmten Zeit. Also, da muss man schnell sein. Und das portet einer direkt zu diesem Fall, deswegen. Ich habe gerade ein Riesenproblem, habe ich gemerkt. Was denn? Ich hab, so. Ich hab null Leben. Scheiße. Du mal gespeichert? Okay, wenn du dann wieder bei der Candice anfängst, dann ist natürlich... Ja, das Problem ist... Wie viel Leben hat Feinle eigentlich? Das hab ich aber gar nicht gesehen. Kleines... Boah, auch nicht aus dem Kopf. Oh, scheiße. Der rascht mit null Leben. Jetzt Nein. musst du die ersten drei Level schaffen, ohne zu sterben. Ja, ich weiß. Das schaffe ich nicht. Oder leben. Scheiße, ich habe jetzt die Cave fast kaputt gemacht.
Muss halt mal nach Dings gucken. Nach Buchstaben. Ja, oder genau, oder Leben bekommen. Ne? Und nicht den Kock sammeln. Ja. Hier ist mein Ende. Mann, wann kommt denn mal der nächste Fahrstuhl hier? So. Oh, du bist schon. Oh, du bist weit. So weit seid ihr nicht auseinander. Ja. Wenn du jetzt ein Game Over kriegst, das wirft dich natürlich extrem zurück. Ja. Da bist ja noch eine Welt zurück, wo? Ja. Du musst von vorne anfangen, glaube ich, oder? Oder hast du gespeichert? Ich habe gespeichert. Zum Doppel, doch, er war einmal bei der Candace. Okay. Jetzt kommt auch ein Level, da muss ich ziemlich langsam spielen, um da nicht zu verkacken. Ach so, das. Da kenne ich mich nur nach dem Midway Point aus, davor nicht. Also blind hier bei der Fall. Ja, ich spiele jetzt sozusagen blind, weil ich merke mir das nie, was hier Anfang kommt. Scheißdreck. Aber Wolf ist jetzt richtig spannend, ey. Fuck. Schafft er es noch? Bist du die Candace? Wenn du bis zu der Kante schaffst, dann will ich mir aber extra einmal sterben lassen, ey. Ja. Wie viel hast du dann? 5 wieder, wa? Oh, ich kenne mich nicht aus in dem Level. Und das soll dieses berühmte Donkey Kong Country Race sein, was schon gepriesen wurde. Und die Leute sehen, wie schlecht ich hier gerade spiele. Ach, schlecht. Ihr könnt's halt beide gut, das ist ja... Ja, schlecht, aber... schlecht ist was anderes. Ja, vielleicht nicht schlecht, aber... Ich spiel grad schlecht hier. Ja, hättest mich gucken müssen. Ich mein, du bist gleich Game Over. Fuck! Feine macht dir betreute Schwimmen. Oh, ich hasse diese beschissenen Squidges. Diese Quallen hier, diese verfluchten Mistviecher. Gehören ausgeräuchert. Ich nehm die mit an den Strand und leg die in den Sand, damit sie elendig vertrocknen. WTF, ja. Aber Wolf ist echt gerade spannend, ey. Mit 0 Leben, sagst du? Wann das ja. Jetzt? 0 Leben habe ich. Jetzt kommt der Ding. Ich kenne mich nicht aus. Ja, jetzt kenne ich mich natürlich aus, aber eben kann ich nicht aus. Ich fange schon an, Bananen hier zu sammeln. So verzweifelt bin ich. Das kostet natürlich ordentlich Zeit, ne? Ja. Ja, das ist oha. Da war der Candace, aber so nah und doch so fern noch. Die Candy Kong. Okay, wo ist Bananenanzeige? Die kann ich jetzt nicht erkennen auf der Webcam. Mit dem Ausschnitt, aber muss ja auch bald mal eine 100 geben hier, ne? Scheiße. 79. Hättest du vielleicht am Anfang so ein, zwei blaue Ballons einsammeln sollen. So, wie viel Level, wie viel Leben habe ich? Mal gucken. 20. 20, ich habe 0. Ja. Bist du trotzdem so dicht hinter mir? Wie gesagt, er ist noch nicht bei der Candace. Er ist noch nicht safe. Ja, trotzdem ziemlich dicht hinter mir, dafür, dass er so viele Leben dann verloren hat. Ja, er will halt alles mega schnell überspringen hier, ne? Ja. Kommen natürlich Fehler. Ich glaube, er spielt, also von der Schnelligkeit ist er ein bisschen schneller als ich, aber macht dann natürlich mehr Fehler. Scheiße. Das ist das eben. Ja, jetzt wird's interessant. Größte Spannung beim Wolf jetzt hier. Ja! Wie gesagt, wenn er jetzt Game Over geht, er ist kurz vor der Candace. Candace? Ja, Candy, ist einfach Candace. Nee, ist schon in Ordnung. Ich meine nur, mir fehlen 7 Bananen. Eigentlich wollte ich die Stelle hier auf Speedrun machen, aber... Ich gönne es dir, dass du die Bananen findest. Das traue ich mich jetzt nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, wenn du es schaffst, wäre vielleicht schlauer zu speichern und eben Game Over. Oh. Ja, dann hast du auch ja volle Leben. Ja, also das wäre vielleicht... Jedenfalls. Oh! Da hüpft er zu der Candace in den Liebesfass. Ja, hast du geschafft? Ja.
Ah, das ist gut. Weil es wäre jetzt echt, ja. Ja, das glaube ich dann, ne? Ja. Ich bin Game Over in Donkey Kong Country, dass man das mal sieht. Ja, was denn? Das ist doch schlauer, als wenn du jetzt 3-4 Level noch schaffst und dann trotzdem stirbst. Ja. So. Jetzt ein bisschen gucken, wo die blöden Buchstaben sind. Soll bis zur Mitte hier kommen. Dann. Das ist ein Fano. Nein! Warum hast du denn eigentlich gerade nicht deinen Buddy geholt, Wolf? Ich versuch's so. Okay. Mann, ich hab den nicht gesehen, das ist so unfair. Ja, jetzt weiß er, wo der ist. Hm. In welchem Level? In dem hier? Nein. Ich seh nix. Nimm das wörtlich, was er sagt, und denk dir das Level dazu aus. Wenn er sagt, ich sehe nix. Ach, ich darf auch mal die Käfers bekommen hier. Dankeschön. Junge. Das ist aber fernab. Das verbleibt hier. Wie gesagt, ich wundere mich nur, weil dass du vorhin das Donkey Kong fast am Anfang nicht eingesammelt hast mit Diddy drin. Leck mich doch am Hintern. Komm her. Ich weiß nicht, was kommt. Der Fässerwerfer, ach du Scheiße. Blind Jump ist hier. Ja, alles blind hier. Hä? Oh. Komm, mach hin. Mir egal. Weit auseinander seid ihr aber beide nie so wirklich. Ja, das Problem ist nur, er ist gerade so eine lange Level voraus. WTF? Okay, jetzt nicht verlieren! Oh, gut. Ich da, oh, kein Skandal diesmal. Oh, diesmal nicht, ne? Das wollte ich gar nicht. Jetzt knüppelt der Wolf aber hier. Oh nein, nein. Nicht das. Was sagst du? Nein, nein. Ich bin derjenige, der hinten ist. Ja, aber das wirst du, glaube ich, auch sagen, wenn du in dem Level bist hier. Oh, Mann. Ich weiß nicht, ob der reich ist, das muss man auch dazu sagen. Doch. Jetzt hast du ja wieder Leben. Ja, aber... Wahrscheinlich ist Final dann... K.O.L. Nee, das wirst du noch erreichen. So weit sind wir ja nicht auseinander. Das ist nicht ernsthaft passiert, oder? Doch. Okay, das war jetzt ärgerlich. Ja. Der stärkste Gegner aus dem ganzen Spiel. Kein Wunder, dass alle Leute im Race hier gegen mich sind. Weil das ist ja eine, das ist eine einseitige Geschichte. Es ist ganz klar, dass ich hier verlieren würde. Was heißt würde, werde. Hat er ja von Anfang an nicht einen Hauch einer Chance. Ja, nicht alle sind gegen dich hier. Du hast ja vorhin einige Namen genannt, die für dich sind. Ja. Ja, drei Personen. Zwei Novelfrauen und ein neuer, der mich gar nicht kennt. Novelfrauen, Leute. Naja, das ist ja. Also, viele sind ja nur deswegen gegen dich, weil du schon so viele Races gewonnen hast. Und dich auch mal verlieren sehen wollen. Du hohe Ross. Wie mit dem hohen Ross. Ich habe niemals gesagt, dass ich Final besiegen werde. Nee, aber weil du, glaube ich, immer sagst, oh, ich habe schon so und so viele besiegt. Oh, ich bin unbesiegbar. Oh. So, deswegen glaube ich. Ich habe nicht gesagt, dass ich unbesiegbar bin. Dass du Wolf eine Abreibung brauchst.
Ach, das Level kam ja jetzt auch noch vor dem Boss. Achso, ja stimmt. Müssen wir jetzt nicht bald mal einen Schnitt machen? Ja, bei mir ist... Der Final muss noch holzen. Bei mir ist momentan schlecht, Pause zu machen, weil das würde mich erst ein Konzept bringen. Ja, so ein bisschen. Moment. Vielleicht schafft ihr ja eure Level mal perfekt gleichzeitig. Das wäre natürlich richtig Knorke. Wieso ist das? Sind da solche Viecher? Oh. So, ab jetzt würde es mir passen. Also wenn ich du auch bereit bist, dann... Ja. Okay. Oh, okay. Dann... Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Oder bis zum nächsten Part. Bis morgen.